Wenn sich eine Frau dafür entscheidet, zu heiraten und Kinder zu kriegen, fängt auf der einen Seite die Liebe für sie an, auf der anderen aber hört sie auf. Als sie es am wenigsten erwartete, trat ein Mann in ihr Leben, der all ihre Gefühle von Grund auf verändern sollte. Für immer. Ich habe das sichere Gefühl, ich habe mich verirrt. Und wo wollten Sie jetzt sein? In Iowa? Ja. Dann haben Sie sich nicht zu sehr verirrt. Warner Brothers zeigt die Verfilmung der wohl berührendsten Liebesgeschichte unserer Zeit. Ich habe Ihnen ein paar Blumen gepflückt. Bin ich altmodisch, weil ich einer Frau Blumen schenke? Nein, gar nicht. Nur diese Blumen sind giftig. Es war nur ein Scherz, Entschuldigung. Der Gedanke an ihn weckte unbekannte Gefühle in mir. Auf uralte Nächte und ferne Klänge. Alles, das nicht mir bis dahin so sicher gewesen war, war plötzlich verflogen. Wenn du willst, dass ich aufhöre, sag es mir jetzt. Ich benahm mich wie eine völlig andere Frau und war doch mehr ich selbst als jemals zuvor. Nein. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was? Mein ganzes Leben in die Zeit von heute bis Freitag pressen. Ich muss die Wahrheit wissen, weil ich verrückt werde, wenn ich sie nicht weiß. Weil ich nicht so tun kann, als sei alles in Ordnung, nur weil es so sein muss. Und weil ich dir nicht vorspielen kann, dass ich nicht fühle, was ich fühle, nur weil es morgen vorbei ist. Ich sage das nur einmal. Komm mit mir. Das habe ich noch niemals vorher gesagt. Clint Eastwood. Diese Gewissheit hat man nur ein einziges Mal im Leben. Meryl Streep. Die Brücken am Fluss.